Hallo, liebe Zuschauer, der Frieden sei mit euch. Shalom. Ja, wir warten ja bekanntlich auf die Rückkehr Jesu Christi, so wie es geschrieben steht in der Bibel. Und ja, eigentlich sehen wir das ja vor unseren Augen geschehen. Und wir sind wahrscheinlich die Generation, die das tatsächlich erleben wird, weil es eben die Prophetie aus der Bibel sich vor unseren Augen eben gerade abspielt. Und dafür sind wir ja auch hier, deshalb machen wir Watchmen das Jahr, wir Wächter, wir warnen das Volk, das noch nicht zu Jesus Christus gefunden hat, was sich noch nicht mit Gott wieder versöhnt hat, eben zu zeigen, aufzuzeigen, was geschehen wird. Und jeder hat aber die Möglichkeit, eine persönliche Beziehung mit seinem Schöpfer Jesus Christus aufzubauen und eben zu sagen, ja, ich habe das verstanden. Seit dem Sündenfall sind alle Menschen eben vor Gott nicht mehr rein. Ja, eine Lüge reicht, einer schlechte Gedanke reicht und ich bin nicht mehr heilig und Gott möchte, dass wir in seiner Gegenwart sind. Ja, er möchte aber, dass wir dann genauso heilig sind wie er sozusagen. Und wir stellen fest, dass das eigentlich gar nicht geht. Ne? Gott hat seinem Volk zunächst einmal 10 Gebote gegeben, dann aber insgesamt 613 Gebote, Verbote. Und so hat das Volk Israel eben versucht, das alles einzuhalten und ja, letztendlich muss man zu dem Ergebnis kommen, das kann man nicht einhalten. Wir brauchen einen Erlöser. Einen, der uns die Schuld abnimmt, ja, die Strafe abnimmt, ja, wenn wir vor Gott eben sündig sind. Ja, sind wir nicht mehr heilig, das heißt, es erwartet uns die Strafe. Aber jetzt kommt eben das Geschenk. Gott selber hat sich in seinem Sohn dahingegeben für uns. Er hat die Strafe auf uns, auf sich genommen, für uns, wenn wir an ihn glauben. Das ist eine persönliche Beziehung eben, ja, die wir haben. Wenn wir das eben annehmen und glauben, dass er für uns gestorben ist, ja, also diesen leiblichen Tod erfahren haben, weil am Anfang steht ja, mit dem Sündenfall. Gott hat ja gesagt, esst nicht von dieser Frucht, ihr werdet sterben. Und dann kam eben die Schlange, Satan, und hat gesagt, hat die Menschen angelogen, hat gesagt, nein, nein, ihr werdet nicht sterben. Ja, ihr werdet selber wie Gott. Ja, das war die größte Lüge und die funktioniert heute noch. Ja, aber die Lösung naht, ja, und Gott hat sich selber seinen Sohn dahingegeben. Ja, hat diese Strafe, diese Todesstrafe auf sich genommen, ist diesen leiblichen Tod gestorben, weil Gott eben auch genau auch 100% Mensch war zu diesem Zeitpunkt, ist gestorben, ja, und ist aber leiblich auch wieder auferstanden von den Toten am dritten Tag und wandelte hier weitere 40 Tage und ist dann aufgestiegen wieder auf den Thron Gottes. Ja. So dass wir eben Leben haben, so wie er, ewiges Leben. Ja. Ja, und wie gesagt, er hat angekündigt, er wird wiederkehren. Ja, und er wird dann diese Welt richten. Ja, es werden Zornschalen ausgegossen. Und wir sehen, dass sich das alles gerade nähert, weil sich der Mensch völlig überhöht über Gott hinwegsetzt. Und da kommen wir gleich dazu. Hier haben wir mal wieder unseren Top-Berater des World Economic Forum, ja, von Klaus Schwab. Hier haben wir Yuval Noah Harari. Sein Zweitname ist Noah und er hat sich jetzt zu einer Aussage hinreißen lassen. Das wollen wir uns jetzt einmal anhören, was er sagt. Er, ja, benutzt seinen Zweitvornamen hier für ein Gleichnis und das ist wirklich gotteslästerlich und wir kennen das ja schon. Er hat ja letztens gesagt, dass wir Menschen jetzt besser als Gott werden,
Ja, weil Gott konnte nur Tiere produzieren, ja, und wir Menschen seien eben hackable Tiere, also manipulierbare Tiere, und der Mensch, ja, ist jetzt besser als Gott. Ja, der Mensch kann den Menschen jetzt erlösen, er kann ihm ewiges Leben geben, er kann ihm Cyber Kybernetik geben, ja, und er kann sich an eine Maschine, an einen Computer anschließen. Das hat der Mensch jetzt geschafft. Er ist besser als Gott. Ja, das sagt Yuval Noah Harari. Und jetzt zieht er ein Gleichnis mit, ja, mit seinem Namensvetter Noah, und wir hören uns das kurz an. Have a small elite that pushes things in its own interests, even if it doesn't benefit the vast majority of the population. This has happened so many times previously in history, and it's probably going to happen again. One of the biggest dangers to the planet today is this technological utopia, because probably for the elite it will work. Bad comes to worst, and when the flood comes, the scientists will build a Noah's Ark for the elite, leaving the rest to drown, the rest of the people, and then the rest of the ecosystem. But they are likely to be able to construct this technological Noah's Ark, which is probably what much of the elite is counting on. Ja, entschuldigt bitte die schlechte Tonqualität, ja. Aber ich möchte das hier ja kurz die wichtigsten Punkte übersetzen, die er hier sagt. Ja. Wenn es zum Schlimmsten kommt, sagt er, wird es eine Elite gut gehen, und sie, also wir, ja, sie werden ertrinken. Ja. Also der Elite wird es gut gehen, ja, wenn es ganz schlimm wird, aber sie, wir werden ertrinken. Ja, er sagt, es gibt eine kleine Elite, die Dinge in ihrem eigenen Interesse durchgesetzt haben, auch wenn die große Mehrheit der Bevölkerung davon nicht profitiert. Das ist in der Geschichte schon so oft passiert, und es wird auf jeden Fall wieder passieren, erklärte der Top-Berater von Klaus Schwab. Ja, und eine der größten Gefahren, sagt er, ist heute eine technologische Utopie. Er warnt vor etwas, was er selber mit, ja, wo er selber mit Architekt ist. Das ist immer witzig bei diesen Menschen. Sie warnen vor etwas, was sie selber planen und orchestrieren. Also, er warnt. Ja, und eine der größten Gefahren ist heute eine technologische Utopie. Denn für die Elite wird sie wahrscheinlich funktionieren. Im schlimmsten Fall, wenn die Flut kommt, werden die Wissenschaftler eine Arche Noah für die Eliten bauen und den Rest ertrinken lassen. Ja, manche Leute erinnern das an den Film 2012 und andere Filme. Ja, und nur ist es halt eben interessant, dass er ja sich hier wieder auf den Menschen verlässt, ja, dass er sagt, ja, es gibt eine Elite, und er gehört natürlich dazu, ne, als Planer, ja, als Architekt, ja, wichtiger Architekt im WEF, ja, heißt es eben, dass er seine unnützen Esser, wie er sie ja auch genannt hat, die breite Masse, unnütze Esser, dass die ertrinken werden in einer Flut. Ja. Ja, diesem Irrglauben, dass sich von dem Gericht Gottes, dass man sich vor dem Gericht Gottes retten könnte, muss man erst einmal verdauen. Nur unser Herr Jesus kann den Menschen davor beschützen. Aber diese Menschen verdrängen einfach, dass sie einmal vor Gott stehen. Wenn die Gerichte der Offenbarung ausgeführt werden, hilft ihnen auch nicht ihre von Menschen erdachte Arche. Genauso ist das, ja, ein teuflisches Gedankengebilde, dass sie eine Rettung ohne den Herrn hätten, also ohne Gott. Auch Ihnen hier, ja, Klaus Schwab und Harari und
Bill Gates und wie sie alle heißen. Sie werden ja getäuscht von ihrem Chef. Ne? Sie werden getäuscht, genauso wie alle anderen Menschen. Ja, er verspricht eben, du wirst selber wie Gott, die Schlange hat versprochen, du wirst selber wie Gott oder sogar besser. Ja. Das ist ja das, was Satan auch selber wollte. Ne? Er möchte sich ja über den Thron setzen, Gottes. Ne? Ja, und wie gesagt, er hat die Menschen dabei verführt und hat gesagt, ihr werdet eben besser wie Gott. Ja? Ihr bekommt ewiges Leben. Ja? Er verspricht auch diesen Menschen hier ewiges Leben an Maschinen, ja? An Wissenschaftler, die Maschinen entwickeln, künstliche Intelligenz, Computer, was weiß ich, und dann kannst du ewig leben. Auch die Medbetten gehören übrigens dazu, ne, zu diesem Konzept, ja, der Hoffnung, ja, dass du ewig wieder gesund bist und jung bist. Ne? Ja gut. Ja, mir fallen da ein paar Bibelstellen ein, die will ich einfach mal vorlesen hier. Ja, und zwar, ja, einmal möchte ich noch mal kurz erläutern, woher sie diese Macht bekommen. Diese Menschen hier sind ja machtvoll. Ne? Sie sind machtvoll, auch Klaus Schwab und Banker und so weiter, die sind machtvoll. Woher haben sie diese Macht? Und das steht in der Bibel natürlich. Ja? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Verse 5 bis 7. Ja? Hier geht es um die Versuchung Jesus durch den Teufel nach Jesus Taufe. War er ja 40 Tage in der Wüste und hat gefastet. Und hier steht, da führte der Teufel Jesus auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Jesus sagte daraufhin natürlich, weiche von mir. Ja? Und das ist ja auch etwas, was wir alle tun sollen, weiche von mir. Aber diese Menschen haben das angenommen, ja, und merken selber nicht, okay, der Teufel, ja, es ist ihm hier übergeben. Ja. Die Bibel spricht auch teilweise in Jesaja, ja, dass der Teufel sozusagen der Gott dieser Weltzeit ist, ja, weil die Menschen eben so schlecht sind, ja, weil sie eben ja, alle dieses, ja, dieses Angebot, ja, diese Verfügung annehmen, ja, die Mehrheit der Menschen. Ne. Für die Menschen ist das sozusagen der Gott dieser Weltzeit. Ja. Ja, und es ihm nach dem Sündenfall ist dem Satan das sozusagen übergeben worden. Ja? Und er kann hier relativ frei walten. Natürlich geht alles über Gottes Schreibtisch. Ja? Das lesen wir auch in Hiob zum Beispiel. Ja? Aber letztendlich, er hat hier, kann ziemlich walten und er kann die Leute verführen. Und Gott will halt sehen, wer noch zu Gott hält, zu ihnen hält, und das ist eben eine persönliche Beziehung. Ja. So, und der Teufel gibt ihnen eben diese Macht und Herrlichkeit weiter, wem er will. Ja. Wenn jetzt diese Leute kommen und sagen, ich will Macht, ich will ewiges Leben, und der Teufel sagt, ja, komm, ja, gebe ich dir. Du brauchst mich nur anbeten. Du brauchst nur das tun, was ich dir sage, und schon hast du alles. Ne? Das ist auch in der Popbranche, in der Musikbranche ist das gang und gäbe, und viele Musiker haben das auch bestätigt, ja, dass sie ihre Seele dem Teufel eben verkauft haben und haben dann ein kurzes, meistens sehr aufbrausendes Leben gehabt, aber danach kommt die ewige Verdammnis in der Hölle. Ne? Das muss klar sein. So. Jetzt aber weitere Bibelstellen, die mir jetzt hierzu einfallen, zu diesen Menschen, die das eben glauben, was Satan ihnen anbietet und dass sie eben ja eine
eine neue Sintflut sozusagen überleben könnten, ja, aus sich selber heraus. Ja, und da gibt es schon im Alten Testament, in Jesaja, im großen Buch des Jesaja, Kapitel 2, Verse 7 bis 10, da gibt es interessante Stellen. Ja, Jesaja spricht ja immer von seinem Volk Israel, aber man kann es übertragen eben auf alle Völker letztendlich, ja, auch eben auf die heutige Zeit, ja. Und hier steht eben: Ihr Land ist voll Silber und Gold. Ja, und ihre Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll von Rossen und ihrer Wagen ist kein Ende. Also sie haben große Streitmacht, ja, also Militär und alles, ja. Auch ist ihr Land voll Götzen. Du findest in jedem Vorgarten inzwischen irgendwie eine Buddha-Figur oder sowas, ja. Ihr Land ist voll Götzen. Das Werk ihrer Hände beten sie an. Das haben wir gemacht. Wir sind so gut. Wir haben es geschafft, besser zu sein als Gott. Wir haben künstliche Intelligenz gemacht. Wir haben Computer errichtet und was wir alles können, ja. Also sie feiern sich selber, ja, das Werk ihrer Hände. Ja, das beten sie an. Und das, was ihre Finger gemacht haben. Da beugt sich der Mensch vor den Götzen, da erniedrigt sich der Mann. Ist auch oft der Fall, ne? Erniedrigt sich der Mann, ich darf da hier nicht so viel sagen, aber ihr könnt euch vorstellen, was das gemeint hier, ne? Deshalb vergib es ihnen nicht. Verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Ja, genau das wird geschehen, ja, mit diesen Menschen hier, letztendlich aber mit allen Menschen, die Gott ablehnen und meinen, wir sind besser als Gott, wir schaffen das auch ohne Gott, es gibt gar keinen Gott, wir machen das selber, ja, das ist ja die Ursünde, ja, die Urlüge aus dem Paradies, ganz am Anfang, der Sündenfall. Ihr braucht keinen Gott, ihr macht das selber, ja, und ihr werdet selber wie Gott, ja. Und ihr werdet nicht sterben. Doch, du wirst sterben, und zwar zwei Tode. Ja, und dazu auch aus der Offenbarung, das letzte Buch, ganz hinten in der Bibel, da steht es auch nochmal geschrieben, ja, die Offenbarung des Johannes, was er ja hier redet, quasi Jesus, ja, und hat das dem Johannes übermittelt. Und hier steht: Und der Himmel entwich, also das ist Offenbarung Kapitel 6, Verse 14 bis 16, also schon am Anfang der Siegelgerichte. Ja, Offenbarung 6, 14 bis 16. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und der König und die Könige der Erde und die Großen, ne, die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Ja, sie werden sich also verstecken hier in ihren Bunkern, ja, und glauben, sie könnten das überleben und die anderen ertrinken. Ja. Aber dann werden sie feststellen: Oh, es gibt Jesus, es gibt Gott. Und dann sagen sie eben: Fallt auf uns, ihr Berge, wir können das nicht ertragen. Sie suchen den Tod, heißt es an einer anderen Stelle in der Offenbarung, und sie werden den Tod nicht finden. Das heißt, sie wollen sterben, ja, weil es so schlimm ist, aber sie können nicht sterben. So schlimm wird das, ne? Ja, dazu noch hier ein Projekt, was diese Herrschaften eben auch angelegt haben. Hier in Norwegen, das Svalbard Global Seed Vault, zu Deutsch weltweiter Saatguttresor.
Ja, Svalbard, ja, ist ein Projekt des Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt. Ja, hier in Norwegen und ja, sozusagen im ewigen Eis wurde ein riesengroßen Bunker errichtet und hier wird Saatgut eingelagert für eine mögliche, ja, wenn die Menschheit und die Erde mal eine Katastrophe erleiden, ja, zum Beispiel Atomkrieg oder sonstige kataklystische, ja, was weiß ich, Meteoriteneinschlag und sonst was, sagen sie jedenfalls, ja, wenn so etwas geschieht, ja, dann haben sie eben immer noch Samen und können nach der großen Katastrophe eben weitermachen. Ja, aber ja, für diese Menschen hier ist das eben auch ein, ja, Überlebensbunker, wo sie sagen eben, ja, die anderen ertrinken und wir machen mit der Elite eben mit uns, wir machen einfach weiter. Ja. Auch mal hier interessant, ich habe das mal kurz durchgelesen hier. Wie gesagt, hier wurde dieser Riesenbunker hier errichtet und hier steht, am 19. Juni 2006 fand der Spatenstich durch den norwegischen Staatsminister Jens Stoltenberg im Beisein seiner nordischen Kollegen aus Finnland, Dänemark und Island und Schweden statt. Ja, Jens Stoltenberg, damaliger Ministerpräsident, ja, Norwegens, heute NATO-Generalsekretär. Nur so am Rande, ne? Also, wenn dieser Mann hier in den Krieg zieht mit seiner NATO, ja, in den letzten Atomkrieg, dann kann er sich verkrümmeln hier im Bunker und hat dann auch Saatgut. Ja. Also es gibt ganz viele sicherlich Bunker, unbekannte Bunker in der Welt. Deep Underground Bunker, Dumps genannt. Ja. Auch hier nochmal ein Artikel aus der Tagesschau, ein älterer Artikel. Ja. Frostige Arche Noah, ne, für Pflanzen. Ja, hier haben wir auch wieder die Arche Noah. Im dauerhaft gefrorenen Boden von Spitzbergen, ach in Spitzbergen ist das sogar, ja, ist eine moderne Arche Noah entstanden. Jedes Land der Welt kann hier Pflanzensamen einlagern, um für kommende Generationen die Artenvielfalt über Kriege und Katastrophen zu erhalten. Die Samenbank soll die weltweite Ernährung sichern. Ja, nahe am Nordpol hier oben. Und ein Tunnel durch den meterdicken Frost ist das eben. Und ein Fach hier für jedes Land. Also ihr kriegt jedes Land so ein Fach. Und da kann man eben seine Artenvielfalt, Samenvielfalt aus seinem Land eben dann einlagern. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, also das wird hier von vielen Staaten unterstützt, auch Deutschland natürlich. Also wenn man jetzt sagt, dass Deutschland ein Staat ist. Ja, und ja, wie das sonst weiter finanziert wird, weiß ich jetzt nicht. Ja, weiter geht's im Wahnsinn. Und jetzt komm ich einfach mal zu dieser letzten Generation. Ich nenne sie jetzt einfach mal Klebekinder. Es sind junge Leute, die sich eben durch die Propaganda oder sage ich mal, ich sag's mal einfach hier, durch diese Klimareligion, ja, so haben manipulieren lassen, dass sie tatsächlich meinen, sie müssten jetzt Aktionen machen, um das Klima zu retten, um die Erde zu retten, ja, um die Erde zu retten. Es heißt in der Bibel, nach dem Sündenfall heißt es, macht euch die Erde untertan. Ja, schon vorher, schon also im Schöpfungsbericht, ja, heißt es, macht ihr Menschen, macht euch die Erde untertan. Der Teufel hat das jetzt alles verdreht und sagt jetzt, Menschen, macht euch der Erde untertan. Die Erde, die Erhaltung und der Schutz der Erde, zum Beispiel vor Klimakatastrophe, ist das allerhöchste Gebot. Die Erde ist das Allerwichtigste, was zu schützen ist. Ja? Dabei heißt es am Anfang eben, macht euch die Erde untertan und nicht macht euch der Erde untertan, so wie es der Teufel jetzt umgedreht hat. Ja? Man sagt, wir leiden an einer Überbevölkerung. Ja?
Wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Welt und es gibt aber auch Studien, wo eben gesagt wird, dass ja fast schon an die 100 Millionen Menschen eigentlich auf der Erde Platz fänden und dabei immer noch ausreichend Nahrung wäre, wenn es denn alles ordentlich verteilt wäre, ja, und nicht sich einige wenige Menschen hier unter den Nagel reißen würden, ja, was natürlich vom Satan gefördert wird, ne? Wir leben in einer gefallenen Welt. Diese Welt ist nicht zu retten übrigens, ne? Sie ist nicht zu retten, sie geht zu Ende. Diese Weltzeit geht zu Ende, dieses Äon geht zu Ende. Na? Da kommt erstmal dieses tausendjährige Reich, wo Jesus Christus herrscht als König, ja, und alle sind ihm untertan. Ja, die Menschen, die eben nicht zu Jesus Christus gefunden haben, sich nicht versöhnt haben mit Gott, auf die wartet das Gericht. Ja, und die Menschen, die eben sich versöhnt haben mit Gott und haben gesagt, ja, ich bin sündig und ich bin schuldig, ich habe das Opfer angenommen, Jesus Christus, ja, wenn wir daran glauben, sind wir eben in diesem tausendjährigen Paradies und danach ohnehin frei. Ja, und wie gesagt, die ungläubigen Menschen, die auf die wartet eben das Gericht und das wird dann nicht so lustig. Ja, ich rede schon wieder sehr viel und jetzt schauen wir uns das an, was die Klimasekte denn jetzt hier alles tut. Die letzte Generation heißen diese zusammen, ja, diese Organisation, ja, und damit hat sie gar nicht so Unrecht. Sie sind wahrscheinlich wirklich die letzte Generation, es ist kein Zufall, dieser Name. Ja, und wir schauen einfach mal, was sie so gerade alles treiben. Hier haben wir Bilder aus Deutschland, aber es gibt es eben um die ganze Welt, ja, dass eben junge Leute hier Gemälde, wertvolle Gemälde in Kunstsammlungen eben, ja, zerstören oder dreckig machen. Diese Gemälde sind allerdings auch geschützt, aber ja, wir schauen uns das an. Ja, wir sehen hier schon junge Menschen, Kinder möchte ich fast sagen hier. Klimakatastrophe. Ja, das reicht, glaube ich. Ja, sie wissen gar nicht, dass sie das, was sie hier verfolgen, der Politik, die sie hier verfolgen, eben genau das verursacht, was diese junge Frau gerade sagt, nämlich Hunger, Tod und Frieren. Oder umgekehrt, ne? Hunger, Frieren und Tod. Das ist die Agenda, ja, wenn wir zurück wollen ins Mittelalter, ja, oder in die Steinzeit, meine Lieben, dann wird genau das passieren, ne? Wenn ihr den Wohlstand der letzten 100 Jahre hier crashen wollt, weil ihr euch der Erde untertan macht, ja, dann ist das genau, aber woher sollen sie das was wissen? Junge Menschen sind eben leicht zu beeinflussen. Ich hoffe, das bleibt hier auch auf YouTube, dieses Video, und ich werde da jetzt nicht irgendwie gesperrt. Mir fallen dann natürlich wieder Bibelstellen ein und ja. Wir gehen weiter in Jesaja, weiter in Jesaja, und zwar nächstes Kapitel, Jesaja 3. Und hier habe ich mal rausgesucht, Verse 4, 5 und 12. Ja, und die sprechen eigentlich für sich. Jesaja schreibt hier also weiter, ne? Und ich werde ihnen, also Gott, ne? Ich werde ihnen
Knaben als Fürsten geben. Und Mutwillige sollen über sie herrschen. Kinder. Ja? Knaben als Fürsten und Mutwillige sollen über sie herrschen. Und die Leute werden sich gegenseitig bedrängen. Einer den anderen, jeder seinen Nächsten. Der Junge wird frech auftreten gegen den Alten und der Verachtete gegen den Vornehmen. Und jetzt noch Vers 12 in einer Übersetzung von 1951, Schlachter. Hier heißt es: Mein Volk wird von Kindern bedrückt und Weiber beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Ja, das ist doch eigentlich sehr passend. Ja, das gehört eben alles zu dieser Endzeit, letzte Generation. Ja, und wir sehen das alles geschehen vor unseren Augen. Und wie gesagt, wir warten auf die Wiederkehr Jesu Christi. Das ist angekündigt und es gibt kein Religionsbuch der Erde, kein anderes. Nirgends, ja, das Prophetie hat und diese Prophetie auch immer eingetroffen ist und weiterhin eintrifft. Deshalb ist die Bibel eben kein Märchenbuch. Ja. Und Jesus Christus ist auch kein Bewusstsein oder kein aufgestiegener Meister, sondern der Schöpfer selber, ja, hat die Erlösung in die Welt gebracht, indem er sagt: Ich sterbe für euch, damit ihr wieder bei Gott wandeln könnt. Im Paradies, damit ihr wieder wandeln könnt, ja, nehme ich diese Strafe, die ihr eigentlich verdient habt, nehme ich auf mich, wenn ihr an mich glaubt. Und damit sind alle Sünden abgewaschen durch sein Blut. Alle Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft. Ja, weil auch wenn wir neu geboren sind, umgekehrt sind, Metanoia, unseren Sinn wieder hingerichtet haben zu Gott. Unsere Natur ist weiterhin natürlich auch sündig. Wir wollen nicht sündigen. Wir wollen natürlich nicht sündigen und wir machen das auch nicht, wenn es irgendwie geht. Ja. Aber letztendlich haben wir in dieser Welt eben die gefallenen Engel, die Dämonen, die eben mit Satan gefallen sind und sie beeinflussen auch eben unsere Gedanken. Ja, und diese Gedanken können wir nicht immer so kontrollieren, so dass auch bei uns Christen natürlich Sünde vorkommt. Wir wollen das nicht. Und wenn wir das gemerkt haben, dass wir gesündigt haben, auch in Gedanken, dann kehren wir um, Metanoia. Ja, wir erneuern unseren Geist und sagen: Oh, das war nicht gut. Jesus, bitte nimm das ans Kreuz. Ja, und dann sind wir auch frei. Ja, diese jungen Menschen, wie gesagt, sie sind da leider etwas verblendet. Und es gibt hier ja eine neue Hoffnung. Ja, zunächst war es ja Trump. Ja. Die Welt hat die Hoffnung, dass ein anderer Erlöser kommt, ein weltlicher. Ja. Und da hoffen eben viele zunächst auf Trump, jetzt dann auf Putin. Und jetzt auch Elon Musk, ja, der ja Twitter gekauft hat, aber wenn wir jetzt uns das mal eigentlich anschauen, ja, dann ja, hat Elon Musk eigentlich die gleiche Agenda wie Klaus Schwab, ja, also Carbon Tax, also dass hier CO2 versteuert wird, ja, ein universelles Grundeinkommen, auch dafür ist Elon Musk. Auch hier diese ja, mRNA-Injektion, die wir die letzten 2 Jahre hier erlebt haben, auch da war Elon Musk auch ein Befürworter. Auch Transhumanismus, auch da ist Elon Musk ganz weit vorne, ja, im Transhumanismus und auch in der einen Weltregierung. Ja, ja, also nicht immer ist der Feind meines Feindes oder der scheinbare Feind meines Feindes mein Freund. Ja, egal. Aber nochmal zu diesen Kindern hier. Sie folgen letztendlich einem Programm von alten Männern, ja, wie zum Beispiel diesem hier,
sogenannten Philanthropen, Milliardäre, alte Männer. Ja. In dieser Welt wird man nicht Milliardär, wenn man Philanthrop ist, sondern wenn man der Schlange folgt. Ja. Und da gibt es noch jede Menge andere alte Männer, die Untertanen Satans sind. Ja, ja, wie gesagt, aber sie lassen sich halt immer ausnutzen. Wir kennen das aus vielen Diktaturen, ja, dass hier gerade junge Menschen, Kinder, Jugendliche bevorzugt, ja, eingesetzt werden und missbraucht werden. So, ja. Ja, sollte eigentlich jetzt gar nicht so lange werden, dieses Video, aber ich habe einfach mal drauf losgeredet, so was mir auf dem Herzen war jetzt. Und ja, wie gesagt, wir warten auf die Wiederkehr Jesu Christi, und so wie das aussieht, kann es eigentlich nicht mehr so lange dauern. Niemand weiß den Tag noch die Stunde, ganz klar. Ne? Das kann gleich sein, es kann morgen sein, es kann nächste Woche sein, es kann aber auch erst in 2, 3, 5, 10 Jahren sein, 20 Jahren. Ja? Allerdings, wir sollen ja wachen. Wir sollen schauen, was geschieht. Wir sollen in die Bibel schauen und sagen, ah ja, okay, das wird jetzt ernst. Ja? Und je später die Zeit rückt, ja, umso wichtiger wird es für alle, die jetzt noch nicht gläubig sind, auch zu Jesus Christus zu kommen, weil man nie weiß, wann es einen erwischt, auch wenn ihr jung seid oder im Leben steht. Ja, ihr könnt auf die Straße gehen, kommt der LKW, ihr seid tot und habt dann keine Möglichkeit mehr umzukehren. Ne? Dann ist vorbei. Ne? Oder ihr bekommt einen Herzinfarkt, oder ne? Es kann so schnell gehen, das weiß nur Gott, wenn der Schalter kommt. Aber wenn der Schalter kommt und ihr habt euch nicht zu Jesus bzw. zurück besonnen auf Gott, dann wartet das Gericht auf euch und am Ende eben dann, ja, so schreibt es die Bibel, muss man sagen, da kommt der Schwefelsee, die Hölle. Ja, das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht. Wenn ihr an Jesus glaubt, seid ihr frei. Es ist euer Leben, Erlöser, und ihr habt ewiges Leben. Ich wünsche euch alles Gute. Shalom.